rape and kill the girl that's on the other side of this door when she lets me in. I want to rape her and kill her because I have a knife and a gun. Ich muss euch warnen, das ist eines der verstörendsten Videos, die ich seit langem gesehen habe. Das liegt wohl auch daran, weil das Ganze echt passiert ist und jetzt erst vor ein paar Tagen in Las Vegas passiert ist. Ein Mann wurde von einer Überwachungskamera eines Hauses gefilmt. Er hatte dort angeklopft und versucht, die Frau im Haus zu erreichen und ins Haus zu kommen. Was er genau gesagt hat und was er vorhatte, zeige ich euch nach dem Intro. Hallo zusammen, ich werde euch erstmal das Originalvideo zeigen und euch seinen Wortlaut übersetzen für diejenigen, die kein Englisch können. Aber Achtung, das folgende Videomaterial kann auf viele Menschen verstörend wirken. Ich habe auch gesehen, viele haben meinen Kanal noch gar nicht abonniert, holt euch schnell nach und aktiviert die Glocke, um keine gruseligen Videos mehr zu verpassen. Und jetzt rein ins Video. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? What? Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? Are you sure? I just have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? I just have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? Are you sure? Are you absolutely certain? So, who are you? What? Yeah? Are you sure? Who are you? Hey, I just had a couple questions. I just wanted to ask you about maybe fuel. Yeah, can you hear me? What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm going to rape her and kill her. Can you have her open the door? I'm going to rape and kill the girl that's on the other side of this door when she lets me in. I want to rape her and kill her because I have a knife and a gun. Yeah, and I just, I'm going to knock on her door again. Das ganze Video zeigt einfach nur mal wieder, wie verdammt wichtig es ist, niemanden einfach so die Tür zu öffnen. Generell immer lieber alles abzusperren und alle Türen und Fenster immer geschlossen zu halten. Die Frau in dem Video hatte sich im Haus versteckt, sodass der Typ sie nicht sehen konnte. Und ihr Ehemann hat sich dann via dieses Überwachungssystems gemeldet, um seiner Frau zu helfen. Die Polizei war zu dem Zeitpunkt ebenfalls alarmiert, damit ihr mal ein paar Hintergrundinformationen zu dem ganzen Thema habt. Und ja, dieser Typ hat ernsthaft gesagt, er will die Frau im Haus vergewaltigen und umbringen. Und dass er ein Messer bei sich hat, um sein Ziel zu erreichen. Die Familie hat daraufhin das Video ihrer Überwachungskamera auf Facebook gepostet, mit der Bitte zum Teilen und Berichten, da der Typ ja noch immer frei herumläuft, um Nachbarn und Bewohner der Gegend zu warnen.
Außerdem wirkt der Typ extrem psychisch gestört. Er wiederholte die ganze Zeit den Wortlaut: Bist du dir sicher? Bist du damit einverstanden? Und viele meinen, das Ganze könnte sogar eine Art psychische Störung sein, wobei er mit sich selbst redet und nicht mit der Frau hinter der Tür, wie man zuerst vermuten würde. Und er sich dann quasi selbst oder einer seiner Persönlichkeiten selbst fragt, ob derjenige sich wirklich sicher ist, das jetzt zu tun und ob er wirklich damit einverstanden ist, diese Frau jetzt zu vergewaltigen und zu ermorden. Ein wirklich gutes Argument für diese Theorie ist außerdem auch noch, wie sich die Stimme schlagartig ändert, als er mit dem Ehemann durch die Sicherheitskamera spricht. Sowohl seine Stimmlage als auch seine Tonlage verändert sich plötzlich ganz rapide, was wieder auf mehrere Persönlichkeiten hindeutet. Eventuell hatte die vorherige Persönlichkeit auch nur die Kontrolle, wenn sie alleine ist, und als sich dann der Mann gemeldet hatte, musste eine andere Persönlichkeit schnell übernehmen, um mit dem anderen Menschen zu interagieren. Eventuell eine dritte Persönlichkeit könnte dann diese extrem gruselige, ehrliche Aussage getätigt haben, denn wo er nämlich sagt, er will die Frau umbringen und vergewaltigen, wirkt das Ganze extrem höflich und irgendwie ganz ruhig, als wäre das komplett normal, als wäre da einfach nichts dabei. Das Ganze erinnert mich übrigens total an den Film Split und es ist einfach immer wieder verstörend, sich das vor Augen zu führen, dass eigentlich jederzeit so ein Mensch vor eurer Türe stehen kann. Deshalb befolgt unbedingt die Regeln, niemals fremden Leuten öffnen, beziehungsweise eigentlich generell nicht öffnen, wenn ihr keinen Besuch oder keine Freunde erwartet, Fenster und Türen schließen und wenn etwas irgendwie komisch oder gruselig wirkt, einfach sofort mal lieber die Polizei kontaktieren, bevor man es zu spät kontaktiert. Aufgrund der medialen Reichweite konnte der Mann dann ziemlich schnell verhaftet werden, er ist aber angeblich, weil nichts wirklich passiert ist, wieder auf freien Fuß gekommen. Was ich persönlich einfach nicht verstehen kann. Ich meine, er sagt eindeutig in die Kamera, was er tun will. Natürlich kann er eventuell selbst jetzt nichts explizit dafür, wenn es wirklich durch eine psychische Krankheit kommt. Aber dennoch ist der Mensch scheinbar gefährlich und darum geht es meiner Meinung nach. In einem Interview der Nachbarschaft wurde dann sogar noch gesagt, dass die meisten Menschen sich jetzt wegen diesem Vorfall nur noch mit Waffen hinaustrauen und natürlich auch ihre Waffen zu Hause griffbereit haben. Was haltet ihr von diesem Video? Denkt ihr, der Mann war wirklich psychisch gestört, sodass er mehrere Persönlichkeiten hat? Sieht man diese Persönlichkeitswechsel sogar im Video? Oder denkt ihr, er hadert einfach nur mit sich selbst, ob er das wirklich durchziehen soll? Ich meine, Selbstgespräche führt jeder mal. Aber je nachdem, was wirklich dahinter steckt, das Video war auf alle Fälle verstörend und gruselig. Und was hättet ihr persönlich in dieser Situation gemacht? All eure Meinungen ab in die Kommentare. Vielen Dank an der Stelle an die tollen Patreon-Supporter und auch an die Kanalmitglieder. Ihr ermöglicht diese Videos. Sehr gerne noch das Video liken und teilen, das hilft mir sehr. Abonnieren und Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen.